Muttertag, Gottesdienst ist immer so emotional. Da kommen die Kinder, also ich könnte die ganze Zeit weinen. Das ist, weil das, ja, das ist ja auch logisch. Die Mutter liegt uns so sehr am Herzen. Und warum? Weil sie uns so sehr liebt. Oh, ich musste auch schmunzeln, als der Junge zum Beispiel sagte hier, war es ein Junge oder war es ein Mädchen, wo die gedankt haben für die Sachen, die die Mutter tut für sie. Und er sagte, danke, dass du immer mit mir Klavier übst. Innerlich denkt er, ja, ich muss ja, ich habe ja keine Wahl. Würde sie mal weniger mit mir üben, würde es mir besser gehen. Ich sage es euch mal so, meine Frau, die weiß Bescheid. Er sagte schon mehrere Male, sagt, Ellie, wenn ich Geige spiele, bin ich am ehrlichsten. Du bist kein ehrlicher in Albert hören oder sehen, als wenn er Geige spielt. John, können wir den Hall rausmachen? Es ist schwer für mich. Okay. Ich höre mich irgendwie so dreimal. Ich weiß. Jetzt ist gut. Ist jetzt aus? Also, gut, danke. Ihr Mütter, wenn ihr euren Kindern ein Instrument beibringt, das ist eines der wertvollsten Sachen, die ihr tun könnt. Musik ist eine wunderbare Gabe Gottes. Man kann Sachen ausdrücken, die man mit Worten nicht ausdrücken kann. Also übt weiter mit den Kindern. Später werden sie es euch danken. Gut. Maria war mittlerweile mit Mitte 40 eine erfahrene Mutter. Sie und ihr Mann Josef hatten 5 Söhne, so wird uns berichtet in der Bibel, und mindestens 2 Töchter, mehrere Töchter. Und ihre Kinder, zumindest die Älteren, waren mittlerweile erwachsen. Ihr Erstgeborener heißt Jesus. So, das war ihr erster Sohn, Jesus, von dem wir jede Woche hier hören, von der Kanzel, von vorne, in den Liedern. Und mittlerweile ein erwachsener Mann von 30 Jahren. Und in Kanaan findet eine Hochzeit statt. So, und Maria ist eingeladen zu der Hochzeit. Und jetzt geht sie zur Hochzeit. Und Jesus ist auch eingeladen mit seinen Jüngern zur Hochzeit. Und alle Gäste freuen sich mit dem Ehepaar und es ist eine gute Stimmung. Doch dann sieht man plötzlich ein paar aufgeregte Gesichter. Und unter diesen aufgeregten Gesichtern ist auch Maria. Und Maria schaut nach links und rechts und sie scheint, als ob sie eine Person sucht, als ob sie jemanden sucht. Ja, sie sucht ihren Sohn Jesus. Und dann sieht sie ihn. Und dann geht sie auch schnell, mit schnellen Schritten auf Jesus zu. Und dann sagt sie ihm, aber so, dass es nicht alle Leute hören. Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Der Wein ist alle. Ja, was das heißt ist, wenn kein Wein mehr da ist, dann ist die Stimmung nicht mehr so gut. Sie haben keinen Wein mehr. Und das ist eine Peinlichkeit für das Brautpaar, besonders für die Eltern, für die Familie, die die Hochzeit organisiert haben. Es wäre so, wenn wir Hochzeit hier feiern würden und es gäbe kein Trinken mehr. Und ich weiß, einmal ist es passiert. Ich weiß nicht, welche Art von Getränk war es, Cola oder irgendwas Fanta oder Milch. Aber dann ist schnell jemand ins Geschäft gefahren und hat dann noch Getränke gekauft. Das ist peinlich. Und Jesus antwortete ihr, Frau, was geht es mich an? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was geht es mich an? Das ist nicht mein Problem. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und was Maria jetzt sagt, ist wohl das Wichtigste, was eine Mutter sagen kann. Oh, wenn alle Mütter in unserer heutigen Zeit diesen Satz meinen und sagen würden zu ihren Kindern. Wir hätten eine ganz andere Gesellschaft. Wir hätten eine Gesellschaft, in der Kinder von klein auf in Gottesfurcht erzogen werden würden und gottesfürchtig leben würden oder gottesfürchtiger leben würden. Wir hätten eine Gesellschaft, in der Gott im Mittelpunkt stehen würde, in der man recht handeln würde. Was sagte diese Frau, diese Mutter zu ihrem Sohn, was sagte Jesus zu seiner Mutter hier? Oder was sagte die Mutter jetzt von Dienern? Entschuldigung. Was sagte die Mutter jetzt hier? Als Antwort auf, was Jesus zu ihr sagte. Sie sagt, was er euch sagt, das tut.
Was er euch sagt, das tut. Was Jesus euch sagt, das tut. Stellt keine Fragen, tut einfach, was er sagt. Was immer mein Sohn Jesus euch sagt, das tut. Egal, was es ist. Warum? Weil Maria wusste, dass er der Einzige ist, der helfen kann. Der dieses Problem lösen könnte. Es gab nur einen Menschen, der das tun konnte, und das war Jesus. Maria, eine Mutter, die auf die 50 zugeht. Sie war jetzt etwas erfahrener. Sie hatte Jesus 30 Jahre lang beobachtet, erzogen von klein auf, mit ihm gelebt, Tag ein, Tag aus und für ihn gesorgt. Und sie hatte mittlerweile verstanden, wer er wirklich ist. Nämlich, er ist Gottes Sohn, der Messias. Er kann helfen. Wissen wir noch, was Jesus seiner Mutter erwiderte, als diese ihn im Tempel nach dreitägiger Suche endlich gefunden hatte? Das war jetzt 18 Jahre zurück. Da war sie noch eine ganz junge Mutter oder eine jüngere Mutter. Was sagte Jesus zu ihr da? 3 Tage lang gesucht, im Tempel gefunden, und Jesus sagt: Weshalb habt ihr mich gesucht? Auch wieder so ähnliche Antwort, rhetorische Frage. Was habe ich mit dir zu tun? Ist nicht mein Problem. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Aber als ihr 12-jähriger Sohn damals so zu ihr redete, verstand sie es nicht, lesen wir. Sie verstand es nicht. Aber sie behielt seine Worte im Herzen. Das ist, was sie tat. Sie vergaß die Worte nicht und sie dachte darüber nach, Jahr für Jahr. 18 Jahre später versteht sie es. Und sie sagt, was ihr euch sagt, das tut. Jetzt hat sie es verstanden. Was Jesus sagt, das tu. Oh Mütter, trichtet das euren Kindern ein. Was Jesus sagt, das tu. Mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, was Jesus sagt, das tu. Ich möchte uns heute ein Beispiel betrachten. Eine Mutter, eine Frau und eine Mutter aus dem Alten Testament. Und wir gehen jetzt circa 1000 Jahre zurück. Es ist das Jahr 894 vor Christus. Also bevor Jesus geboren wurde, 894 Jahre davor. Fast 1000 Jahre. Und hier lebte eine Frau. Und ihr Name wird uns nicht gesagt. Wir wissen aber, dass sie eine vornehme Frau war, also eine reiche Frau mit Einfluss. Sie kam aus gutem Elternhaus, aus reichem, vornehmen Elternhaus, wohl auch mit Beziehungen zum Königshaus, das war damals so üblich. Und diese Frau lebte in der Stadt Schunem, eine Stadt, die im Norden lag und deshalb unter der Herrschaft von dem König im Norden war. Wir wissen das ja, das Reich, das israelische Reich, war in 2 Teile geteilt, das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Das heißt, es gab 2 Könige. Ein König herrschte über Juda, das war der Josaphat zu dieser Zeit. Und ein König herrschte über den Norden, das war der Joram zu dieser Zeit. Also 2 Könige. Und diese Schumanitin hatte einen engen Bekannten. Und der war ein Mann, ganz bekannter Mann, und der hieß Elisa. Und eines Tages kommt Elisa zu dieser Frau und sagt: Mach dich auf und geh mit deiner Familie und halte dich in der Fremde auf. Denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen und sie kommt auch in das Land. 7 Jahre lang gibt es Hungersnot. Das heißt, zieh jetzt aus, nimm alles, was du tragen kannst, hab und gut und geh, zieh aus für 7 Jahre. Und dann kannst du zurückkommen, weil es für 7 Jahre lang hier Hungersnot geben wird. Und was tut die Frau? Oh, sie handelt gerade nach den Worten, die Maria zu den Dienern aussprach, fast 1000 Jahre später. Da lesen wir wunderbare Worte. Und die Frau machte sich auf und machte es genau so, wie der Mann Gottes sagte. So steht es wortwörtlich. Sie macht es genau so. Und damit hält sie sich selber und ihre Familie am Leben. Was für eine Frau! Was Jesus sagt, das tut. Genau das tat diese Frau. Sie tat, was Gott ihr durch den Propheten Elisa sagte. Und was macht Gott? Er segnet sie. Und wie segnet er sie? Ja, nach den 7 Jahren kommt sie zurück und der König gibt ihr alles wieder zurück, was ihr vorher gehört hatte. Ihr Haus, ihre Ländereien, und sie hatte viele Ländereien. Sie hatte einiges an Besitz. Sie bekam alles zurück. Und nicht nur das, sie bekam für die 7 Jahre, die sie an Ertrag verloren hatte, sie war ja weg, bekam sie ein 7-jähriges 7-jährigen Ertrag vom König zurückerstattet.
Das heißt, sie bekam mehr zurück, als sie vorher hatte. So segnet Gott jemanden, der tut, was er sagt. Wer ist diese Frau und Mutter? Was können wir von ihr lernen? Drei Dinge. Erstens, sie hat ein Herz für Gottes Sache. Zweitens, sie hat ein Herz für ihr Kind. Und drittens, Gott hat ein Herz für sie. Ich lese uns den Text aus 2. Könige 4 von Vers 8. 2. Könige 4 von Vers 8. Und es geschah eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort wohnte eine vornehme Frau und die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und so oft er nun vorbeikam, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sprach zu ihrem Mann: Sieh doch, ich erkenne, dass dies ein heiliger Mann Gottes ist, der immer bei uns vorbeikommt. Lass uns doch ein kleines gemauertes Obergemach errichten und für ihn ein Bett sowie Tisch, Stuhl und Leuchter hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt, damit er hier wohnen kann, bei uns. Es geschah nun eines Tages, dass er, der Elisa, dorthin kam, und er kehrte in das Obergemach ein und legte sich darin hin. Und er sprach zu seinem Burschen Gehasi, also Bursche, das war so sein Knecht, sein Gehilfe, Gehasi hieß er. Und er sagt: Rufe diese Schunamitin, ruf sie zu mir. Und der Gehasi, der rief sie, und sie trat vor ihn hin. Und Elisa sprach zu ihm: Sage ihr doch, siehe, du hast unsertwegen so viel Sorge gehabt. Was kann ich für dich tun? Hast du etwas, weswegen ich mit dem König oder mit dem Heerführer für dich reden sollte. Sie sprach: Ich wohne ja mitten unter meinem Volk. Er sprach: Was könnte man für sie tun? Zum Gehasi jetzt wieder. Und der Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da sagte Elisa: Ruf sie wieder. Und als er sie rief, trat sie unter die Tür und Elisa spricht zu ihr: Um dieselbe Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn ans Herz drücken. Sie sprach: Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit im nächsten Jahr, genauso wie Elisa ihr verheißen hatte. Erstens, könnt ihr es euch aufschreiben, wenn ihr was zu schreiben mithabt: Sie hat ein Herz für Gottes Sache. Sie dient Gott. Erstens, sie hat ein Herz für Gottes Sache. Liebe Frau, liebe Mütter, lass mich dich einmal fragen: Wo ist dein Herz? Oh, nicht vorwurfsvoll, liebevoll einmal fragen: Wo ist dein Herz? Ich weiß, ihr habt viel zu tun, ich weiß es sehr gut. Ich habe auch eine Frau und 5 Kinder. Es gibt immer viel zu tun. Aber hast du ein Herz für Gottes Sache? Möchtest du für Gott etwas tun? Möchtest du einen Unterschied machen in seinem Reich? Möchtest du dich gebrauchen lassen von ihm? Oh, ich bin so dankbar für unsere Frauen und Mütter hier in dieser Ortsgemeinde. Es gab einen Fall vor kurzer Zeit, wo eine junge Mutter, die mehrere kleine Kinder hat, die auch zu unseren Gottesdiensten kommt, einfach müde geworden ist. Liebe Frauen, es ist nichts Falsches daran, wenn ihr müde werdet. Das ist völlig normal. Kinder sind ein reicher Segen, ein Geschenk Gottes, aber sie machen auch müde. Und das kennen wir auch, kennt meine Frau auch. Wir haben letztens noch unterhalten. Sie hat das erfahren, als unsere 3 Jungs, die waren ja ziemlich knapp, 1,5 Jahre voneinander. Der Abstand war 1,5 Jahre, als sie geboren wurden, die ersten 3. Und nach dem 3., das war schon hart. Und das war schon schwer. Ellie war auch sehr müde. Es ist nichts Verkehrtes, damit müde zu werden. Und in diesem Fall nahm es jetzt meine Frau zur Kenntnis. Und sie schickte eine Nachricht herum an die Frauen, an die Mütter hier in dieser Ortsgemeinde, ob nicht jemand bereit wäre, für diese erschöpfte Mutter zu kochen, ermüdende Mutter zu kochen. Und im Nu, wir waren beide überrascht, wie schnell die Antworten kamen. Ja, ich mach's am Montag, ich mach was. Ich meine sogar, wenn ich es richtig behalten habe, einer von uns, von den Müttern hier, die waren noch weg im Ausland, Paraguay oder wenn ich es recht behalten habe. Und sie kam zurück und hat direkt am nächsten Tag schon angeboten, mitzuhelfen und zu kochen.
Oh, das ist wunderbar. Seid ihr bereit, den Herrn zu dienen? Das ist auch ein Dienst für den Herrn in erster Linie. Man ist immer beschäftigt. Man kann immer sagen, man hat keine Zeit. Es gibt immer Arbeit zu tun. Aber haben wir ein Herz für Gottes Sache? Haben wir ein offenes Auge und haben wir ein Ohr und ein Herz für Gottes Sache? Und diese Schunamitin, diese Frau, diese vornehme Frau, hat ein Herz für Gottes Sache. Sie sieht diesen Propheten Elisa kommen und gehen. Ja, warum kam der Elisa denn? Ja, das war so, wie ich vorhin sagte, das Südreich und das Nordreich. Es gab zwei Könige, aber nur einen Propheten. Und der Prophet musste jetzt im Südreich dienen und im Nordreich dienen. Deswegen, er ging dann hin und her. Vom Norden, Süden, Süden, Norden, Norden, Süden und so. Hat er viel rumgereist und hat gedient und gepredigt und ermahnt. Und das war sein Dienst. Und so ging er immer wieder, so scheint es, bei dieser Frau, bei dem Haus in Schunam, der Stadt Schunam, ging er vorbei, wenn er ins Nordreich ging. Diese Stadt lag im Nordreich. Und diese Frau sah das. Und sie bekam ein Herz für diesen Mann. Und sie lädt diesen Mann ein. Und interessant, dass wir lesen, sie musste ihn nötigen sogar. Sie musste ihn überreden, reinzukommen. Jetzt können wir spekulieren, was die Gründe sein könnten. Das machen wir heute nicht. Aber schlussendlich, sie musste ihn überreden. Elisa sagte erstmal, nein, ich möchte dich unbedingt. Ich habe noch was und ich muss direkt weiter, schnell weiter. Oder vielleicht auch, er war ja nicht auf guten Fuß mit dem König im Nordreich. Mit dem Josaphat im Süden, ja. Der hat das getan, was Gott wohlgefällig war. Aber der Joram im Nordreich, der war ganz böse. Nicht so böse wie sein Vater Ahab, aber trotzdem böse. So, und mit dem war er nicht auf guten Fuß. Dem hat er ganz klipp und klar gesagt, als sie einmal im Krieg zogen, da war der Joram, da war der Josaphat und da war noch ein anderer König. Und die zu dritt zogen in den Krieg und sie sind fast verdurstet. Kein Wasser mehr, nichts mehr, sind fast umgekommen. Und dann sagte Josaphat, gibt es keinen Propheten, der uns helfen kann? Gibt es keinen, der uns helfen kann? Ja doch, da gibt es den Elisa. Ja, lass uns zu ihm fahren. Dann sind die zu ihm gegangen, geritten. Und dann hat Elisa klipp und klar gesagt, ich bin nur hier und ich rede nur zu euch wegen Josaphat. Wenn es nach dir ging, Joram, dich würde ich nicht mehr zuhören und dich würde ich nicht mehr angucken. So klipp und klar sagte ihm das. Ganz klar. So, die war nicht auf gutem Fuß. Es kann sein, dass er Angst hatte, der Frau Schaden zuzufügen, wenn er jetzt in ihr Haus einkehrt, weil das spricht sich ja auch rum. Der Prophet ist bei ihr eingezogen. Und dann diese vornehme Frau mit Beziehungen zum Königshaus, dass sie da Schaden bekommen hätte. Aber wiederum, das sind Spekulationen. Auf jeden Fall, Fakt ist, sie nötigt ihn. Sie sagt, komm doch rein, ich möchte dir zu essen geben. Oh Frauen, hört nicht auf direkt, oder Mütter, hört nicht auf, wenn es ein bisschen schwer wird, gib nicht direkt auf. Sag, nein, ich möchte dir was Gutes tun, nein, ich möchte, mir ist das wichtig und das ist nichts Verkehrtes mit. Das hat diese Frau auch getan. Und sie gibt ihm Essen und nicht nur das, sie baut oben im Haus eine Wohnung für ihn. Sie baut sie aus und nicht nur das, sie möbliert sie. Schön und praktisch. Männer brauchen es praktisch. Ein kleiner Tipp, Männer mögen es praktisch. Schön auch. Ich habe heute noch geguckt, ist das nicht wunderschön? Jetzt würden wir alles wegnehmen, was unsere Mütter und Frauen hier dekoriert haben. Nehmt die Gardinen weg, nehmt die Blumen weg, dann wird es hier schon leer aussehen und nicht mehr so schön, angenehm und bunt. Also schön ist auch sehr wichtig, praktisch ist auch gut. Und sie richtet die Wohnung ein für diesen Mann, Elisa. Und Gott segnet diese Frau, indem er ihr einen Sohn schenkt. Jetzt ist wichtig, wenn es uns eine Herzenssache ist, Gott zu dienen, und wir Gott dienen, dann segnet das Gott immer. Gott ist ein guter Gott. Es kann sein, dass du mit Gott haderst. Du bist verheiratet, aber hast keine Kinder, so wie diese Frau. Oder du bist nicht verheiratet, würdest aber gerne verheiratet sein. Bist aber noch ledig und du haderst mit Gott und stellst Fragen wie zum Beispiel, warum ich? Warum ich nicht? Alle meine Freunde, die haben geheiratet vielleicht oder die, warum ich nicht? Ich bin doch nicht so hässlich. Ich bin doch nicht so schlecht. Warum ich nicht? Ich würde gern verheiratet sein, warum ich nicht? Hat Gott mich vergessen? Hat er mich nicht mehr lieb?
Wie viel Grund hätte diese Schunamitin gehabt zu hadern? Kein Sohn, keine Tochter. Das war in der damaligen Gesellschaft die größte Strafe, die du als Ehefrau haben konntest, keinen Sohn zu haben. Da hat die Gesellschaft um dich herum automatisch gedacht, so hat man angenommen, so hat man geglaubt, die Frau ist verflucht, die muss gesündigt haben und schwer. Denn Gott straft sie jetzt, indem er ihr keinen Sohn schenkt. Das war der Glaube, den haben wir heute nicht mehr hier, das Problem haben wir nicht mehr. Aber das war das Denken damals. Wie viel Grund hätte diese Frau gehabt zu hadern? Sagt Gott, warum schenkst du mir keinen Sohn? Ich diene ja auch schon, warum schenkst du mir kein Kind, keinen Sohn? Nein, davon lesen wir nichts. Die Schunamitin liebte Gott. Sie hatte ein Herz für Gottes Sache und ergriff die Möglichkeit, für ihn etwas zu tun. Und Gott bekennt sich zu ihr. Und Gott segnet sie. Hast du ein Herz für Gottes Sache? Der erste Punkt wiederum, sie hatte ein Herz für Gottes Sache. Nächster Abschnitt im Text sagt Folgendes, wir lesen weiter von Vers 18. Als aber der Knabe heranwuchs, geschah es eines Tages, dass er zu seinem Vater, zu den Schnittern hinausging. Oh, jetzt wird es dramatisch. Jungs, stellt euch vor, ich nehme an, dieser Junge ist vielleicht 8, 10, vielleicht 12 Jahre alt. In diesem Alter muss er gewesen sein. Also er ist schon fähig mitzuhelfen. Deswegen geht er jetzt aufs Feld zu seinem Vater. Da sprach er zu seinem Vater, Papa, mein Kopf, der tut so weh. Jener aber befahl einem Knecht, also der Vater, sagt zum Knecht, trage ihn zu seiner Mutter. Und der Knecht hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und der Junge saß auf ihrem Schoß bis zum Mittag. Dann starb er, tot. Da ging die Mutter hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sprach, sende mir noch einen von den Knechten und eine Eselin. Ich will schnell zu dem Mann Gottes gehen, aber bald wieder zurückkommen. Er sprach, warum gehst du heute zu ihm? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach, es ist alles gut, lebe wohl. Und sie sattelte die Eselin und sprach zu ihrem Knecht, treibe das Tier immerzu an und halte mich nicht auf beim Reiten, es sei denn, dass ich es sage. So ging sie denn und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel, zum Elisa. Als aber der Mann Gottes, der Elisa, sie aus einiger Entfernung sah, sprach er zu seinem Diener Gehasi, sieh dort, das ist doch die Schunamitin. Nun lauf ihr doch entgegen und sprich zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Sie sprach, jawohl. Als sie aber zu dem Mann Gottes auf dem Berg kam, umfasste sie seine Füße, da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mich nicht wissen lassen. Sie aber sprach, habe ich denn von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Rhetorische Frage, die Antwort ist nein, hat sie nicht. Sagte ich nicht, du solltest mich nicht täuschen, Elisa? Da sprach er zu Gehasi, gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht. Und grüßt dich jemand, so antworte ihm nicht. Lass keine Zeit verstreichen. Du musst sofort dahin. Lenk dich nicht ab. Und lege meinen Stab auf das Angesicht des Knaben. Aber die Mutter des Knaben sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf, der Elisa, und folgte ihr. Erstens, sie hat ein Herz für Gottes Sache. Zweitens, sie hat ein Herz für ihr Kind. Diese Mutter hat ein Herz für ihr Kind. Oh, was für eine fürsorgliche Mutter. Ja, jetzt ist sie schon eine erfahrene Mutter. Sie hat schon, sagen wir mal, 10 Jahre Erfahrung, plus, minus. Und der Junge wird mit starken Kopfschmerzen zu ihr gebracht. Und den ganzen Morgen hält diese Mutter ihren geliebten Jungen auf ihrem Schoß. Und wir können uns das gut vorstellen, fest umschlossen, ganz nah an ihr Herz, bis er mittags stirbt. Eine fürsorgliche Mutter lässt alles liegen und stehen, wenn es ihrem Kind schlecht geht. Wenn es dem Kind schlecht geht, dann ist es gerade die Mutter, die dem Kind Nähe und Geborgenheit schenkt, wie sie es schon dem Baby gab, als es doch im Bauch war. Diese tiefe Geborgenheit und Nähe.
Wenn erwachsene Soldaten verwundet ihre letzten Atemzüge vollbringen, so sagt man, fragen Sie nach Ihrer Mutter. Sie wollen es Ihrer Mutter. Entziehe dem Kind die Nähe und die Geborgenheit seiner Mutter und du wirst ein gestörtes Kind bekommen. Und wir haben immer mehr gestörte Kinder in den Schulen. Lass den Vater dem Kind, insbesondere dem Sohn, Härte und Ausdauer und Durchkommen und Durchhaltevermögen beibringen. Du als Mutter, bemühe dich deinem Kind, Nähe und Geborgenheit zu geben. Das kannst du aber nur, wenn du anwesend bist. Halte dein Kind nahe bei dir, besonders wenn es ihm oder ihr schlecht geht. Halte es ganz nah an deinem Herzen. Und das bedeutet nicht nur körperlich. Das bedeutet nicht nur, wenn es dem Kind körperlich schlecht geht. Wenn es erwachsener wird und es steht seelisch schlecht um ihn oder ihr, sie ist vielleicht 14, 15, 17, 18, 20 Jahre alt, er ist vielleicht ein junger Mann und er weiß noch nicht so recht, wie er mit der Freiheit, die er bekommen hat, umgehen soll. Und er geht vielleicht eigene Wege, schlechte Wege, sündige Wege, probiert Sachen aus, will ein bisschen Spaß haben. Halte es nah an deinem Herzen. Und jetzt stirbt der Sohn. Und ich frage mich, ich kann mich schlecht identifizieren als eine Mutter. Ich bin ja ein Mann. Aber was würdet ihr als Mutter machen? Jetzt stirbt euer Sohn in euren Armen. Was macht ihr? Oder was würdet ihr machen? Ich denke, die meisten würden trauern, anfangen trauern. Ja, der Sohn ist tot jetzt. Jetzt ist tot. Totes Ende. Aus. Jetzt ist Trauern. Vielleicht würde man sich noch beruhigen mit Gedanken und Worten wie, ja, Hauptsache er ist beim Herrn. Wenn er wiedergeboren ist und ein Kind Gottes ist, ja, Hauptsache er ist beim Herrn. Man wird sich versuchen zu beruhigen damit auch und Trost zu finden. Natürlich. Aber diese Frau, die macht was Unglaubliches. Das ist eigentlich unglaublich. Sie nimmt diesen Sohn, und der tot ist, und geht die Treppe hoch in die Wohnung, die sie für Elisa vorbereitet hat, Elisa, und sie legt ihren Sohn auf das Bett von Elisa. Dann schließt sie die Tür ab. Und dann bestellt sie schnell das schnellste Transportmittel, das ihr zur Verfügung war. Was war das nochmal? War das ein Auto, das sie hatte? Nein, hätte sie ein Auto, hätte sie das Auto genommen, natürlich. Aber was war das schnellste Transportmittel, das sie zur Verfügung hatte? Es war ein Esel. Das war das schnellste, schneller als zu Fuß. Und jetzt nimmt sie und sagt ihrem Mann noch schnell Bescheid, aber erklärt ihm auch gar nicht, ist keine Zeit zu verlieren. Sie erklärt ihm auch gar nicht, warum genau. Er fragt auch nach, aber sie sagt, ist alles okay, ich muss jetzt los. Und sie nimmt den Esel und befiehlt dem Knecht, dass er den armen Esel, also ich wäre nicht gern dieser Esel jetzt zu diesem Zeitpunkt, sie befiehlt den armen Esel, dass er den so durchdrescht und nicht Pause macht, bis sie am Ziel ist. Der soll ihn antreiben, bis sie ans Ziel ist. Wohin reitet sie? Ja, sie weiß genau, wo sie hinreitet. Sie weiß, ja, sie weiß genau, wo sie hin muss. Und zum Elias, den Propheten, da muss sie hin. Zum Elias, zu dem Mann Gottes, zu dem Mann, der Gottes Wort kennt, zu dem Mann, zu dem Gott spricht, zu dem muss sie hin. Zum einzigen Mann, der ihr helfen kann. Ja, liebe Mütter, wenn es eurem Kind schlecht geht, wo geht ihr Hilfe suchen? Wo sucht ihr Hilfe? Wenn ihr in einer Stresssituation seid, wenn es ein Problem gibt, das bewältigt werden muss, wo sucht ihr Hilfe? Ihr habt heute auch einen Hohepriester und einen Propheten. Und dieser Prophet ist noch viel größer als Elisa. Wer ist unser Prophet? Wer ist euer Prophet? Sagt es doch bitte laut einmal raus in den Saal. Wer ist euer Prophet? Es sei denn, ihr wisst es nicht.
Oh, ja, du bist nicht meine Mutter und sagst das lautes raus. Danke dir, Tobias. Mütter, sagt das einmal raus. Wenn ihr Mutter seid, wer ist euer Prophet? Ja. Und er ist noch viel größer als Elisa. Wisst ihr, einfach nebenbei, es ist bewiesen worden, Sachen laut auszusprechen, ist extrem wichtig. Nicht nur im Stillen, laut auszusprechen. Deswegen bringen wir auch unseren Kindern übrigens bei, laut Entschuldigung zu sagen. Nicht nur im Stillen, laut Entschuldigung zu sagen. Entschuldigung bitte. Es ist, wenn man es laut ausspricht, ist es etwas anderes. Und das ist wichtig. Oh, lass dich, liebe Mutter, lass dich nicht genügen mit einem Gehasi. Der Elisa bietet dieser Frau den Gehasi an, sagt der Gehasi wird schon. Nein, ich lass dich nicht, Elisa. Ich will dich, den Mann Gottes. Dich, den Propheten, will ich. Lass dich nicht genügen mit Ersatzmittel. Tu es so wie die Schunamitin hier. Die erste Station ist Jesus. Und tu, was er dir sagt, und er wird dir helfen. Er ist treu. Er ist uns immer treu. Erstens, nochmal, sie hat ein Herz für Gottes Sache. Zweitens, sie hat ein Herz für ihr Kind. Das dritte, lass uns weiterlesen, die nächsten 6, 7 Verse, Vers 31. Gehasi aber ging vor ihnen hin und legte dem Knaben den Stab auf das Angesicht. Aber da war keine Stimme und kein Aufmerken. Und er kehrte um, ihm entgegen und berichtete es ihm und sprach, der Knabe ist nicht aufgewacht. Als nun Elisa in das Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Dann stieg er hinauf und legte sich auf das Kind und er legte seinen Mund auf den Mund des Kindes und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über es, dass der Leib des Kindes warm wurde. Danach stand er auf und ging im Haus einmal hierhin, einmal dorthin. Und dann stieg er wieder hinauf und breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe 7-mal. Danach tat der Knabe die Augen auf. Und er rief Gehasi und sprach, ruf die Schunamitin. Da rief er sie. Und als sie zu ihm hereinkam, sprach er, da nimm deinen Sohn. Und sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte sich zur Erde. Und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Erstens, sie hat ein Herz für Gottes Sache. Zweitens, sie hat ein Herz für ihr Kind. Und drittens, Gott hat ein Herz für sie. Gott segnet sie. Oh, was für ein großartiges Wunder. Was für ein großartiges Wunder vollbringt Gott durch den Propheten Elisa hier. Gott erweckt den Jungen, diesen toten Jungen. Er war tot. Jetzt ist er wieder lebendig. Das kann Gott machen. Einen toten Jungen zum Leben erwecken. Oh, was für ein Glauben hatte diese Frau. Was für ein Vertrauen hatte diese Frau. Sie gab nicht auf, diese Mutter. Aber lass mich diese 3 Punkte einmal kurz geistlich erklären. Denn so wie alles, was in der Bibel geschrieben steht, hat es letztendlich eine geistliche Erklärung, eine geistliche Botschaft. Und sie ist diese. Eine Frau hat ein Herz für Gott und gibt sich ihm hin. Sie tut das, was Gott ihr aufgetragen hat, ins Herz aufgelegt hat. Nämlich als Mutter sorgt sie sich um ihr Kind. Das ist jetzt ihre Aufgabe, auch als Mutter. Aber das Kind, wie jedes andere Kind, auch ist geistlich tot. Ein jeder Mensch wird in Sünde geboren, ist geistlich tot. Von Geburt an in Sünde geboren. Und diese Mutter scheut weder Zeit noch Mittel, um ihren geistlich toten Sohn vor den Propheten zu bringen. Zu dem Mittler zwischen Mensch und Gott, dem Einzigen, der Errettung schaffen kann. Elias legte sich mit ausgestreckten Armen auf diesen Jungen und der Junge wird wieder lebendig. Jesus Christus wurde mit ausgestreckten Armen am Kreuz, ans Kreuz genagelt, um für die Sünden der Menschheit zu sterben, auf dass der Mensch Erlösung und Errettung und Leben kann. Um mich und dich zu erretten und um Wohnung zu machen in deinem und meinem Herzen. Und so möchte ich auch heute fragen an diesem Muttertag,
Hast du ihm deine Herzenstür aufgetan? Hast du eine Wohnung in deinem Herzen für Jesus eingerichtet? Kann er bei dir wohnen? Oder musst du heute vielleicht erstmal aufräumen? Vielleicht einiges rausschmeißen, einiges ablegen, was immer es auch sei. Weltliche Begierde, Eifersucht, Groll, Hader, so wie wir vorgehört haben. Vielleicht Lieblosigkeit deinen Geschwistern gegenüber. Negative Gedanken, die sich nicht gehören. Vielleicht auch zu wenig Zeit mit den Kindern verbracht. Das heißt, eine gewisse Gleichgültigkeit deinen Kindern gegenüber. Vielleicht auch das musst du bereinigen, vor ihm bringen. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch Lieblosigkeit deinem Mann gegenüber. Das kann auch sein. Es können viele Dinge sein. Gott möchte, dass du heute aufräumst in deiner Herzenswohnung und ihn Raum machst und ihn lieb gewinnst. Und so kommen wir zurück zum Abschluss nochmal zu 1000 Jahre später, als die Maria, diese erfahrene Mutter, den Dienern sagt, folgende Aussage, was er euch sagt, was Jesus sagt, das tut. Und das wünsche ich uns allen, allen voran an dem heutigen Tag, unsere Mütter, das, was Jesus sagt, das tut. Gott wird es euch reichlich belohnen. Nochmal die drei Punkte, die wir von dieser Frau, so einer mythischen Frau, lernen können. Erstens, sie hat ein Herz für Gottes Sache. Zweitens, sie hat ein Herz für ihr Kind. Und drittens, Gott hat ein großes Herz für sie. Gut, lasst uns aufstehen und Gebet abschließen. Amen. Amen. Ja, Jesus, und wir sind angewiesen auf deine Gnade und deine Führung, deinen Beistand, deine Hilfe. Und du hast uns versprochen, du wirst es nicht alleine lassen. Und du wirst einen Tröster schicken und den guten Heiligen Geist, den wir haben. Und so möchtest du auch insbesondere unsere Mütter, an die gedenken wir heute insbesondere. Und wir sind so dankbar für unsere gläubigen Mütter, für unsere guten Mütter, die so viel geopfert haben für uns, für ihre Kinder. Oh, vielen Dank, dir, Jesus. Und möchtest du auch ihnen Kraft geben, dass sie als erstes Dinge für dich tun, ein Herz haben für Gottes Sache und dann auch eine große Liebe schenken, ein großes, weites Herz schenken für ihre Kinder. O Jesus, tue das doch aus Gnaden. Und du belohnst das. Du belohnst immer mehr, als was wir verdient haben. Und
du segnest. Entlass uns auch jetzt auch an deinem Frieden, Herr Jesus. Und dir fast Lob und Preis. Amen.